Ja, moin zusammen, mein Name ist Timo, ich bin Ernährungsberater und studiere Pflanzenheilkunde und in diesem Video möchte ich dir eine wertvolle Heilpflanze vorstellen, die dich vor Reizüberflutung schützen kann. Bedeutet, sie schützt dich vor Stress, der von außen auf dich einwirkt. Darüber hinaus lässt sie dich besser in den Schlaf finden, erhöht, sehr, sehr wichtig, die Schlafqualität und beruhigt dich, ohne dich müde zu machen. Bedeutet, sie wirkt auf dein vegetatives Nervensystem, welches in dieser Gesellschaft tatsächlich bei vielen Menschen ins Ungleichgewicht geraten ist. Super wertvolle Heilpflanze. Das einzige Problem ist, dass ich sie noch nicht gefunden habe. Ich bin aktuell auf der Suche nach, ja, ich sag mal, nach einer Erhöhung. Irgendwas, wo ich hinaufsteigen und dann runterblicken kann, um mir einen Überblick zu verschaffen. Sowas wie ein Erdhaufen, nur größer. Habt ihr Bock auf ein Wildkräuterabenteuer? Dann bleibt dran. Los geht's nach dem besten Intro auf ganz YouTube. Viel Spaß mit dem Video. Sochen, Freunde, wir befinden uns am Fuße des Rotzenbiegels, der eine Höhe von 2000 Metern aufweist. Kein Mist. Und diesen werden wir jetzt ganz entspannt zusammen besteigen. Wir steigen also gemeinsam hinauf, um alle ein wenig runterzukommen. Darum geht es wirklich in diesem Video. Und jetzt fragt der ein oder andere sich, zu Recht, warum soll ich solche Aktionen überhaupt starten? Warum soll ich mich auf solche Reisen begeben, um Kräuter zu finden? Ich kann mir diese doch ganz einfach im Internet bestellen, um davon zu profitieren. Ja, 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 klar, kannst du machen. Aber das Abenteuer, welches du hier draußen erlebst, das kannst du dir nicht im Internet bestellen. Das Bewusstsein, welches sich entwickelt in der Natur, kannst du nicht im Internet bestellen. Die Erfahrung, die du sammelst, kannst du nicht im Internet bestellen. Der absolute Hammer. Darüber hinaus glaube ich, dass dieses Kraut, welches ich dir in diesem Video vorstelle, die Reise einfach wert ist. Es ist mitunter das wichtigste Kraut, um dich auf Kurs zu bringen, wenn du diesen ganz unbewusst verlassen hast. So sieht's aus. Zudem denke ich, dass dieser Plan, den wir hier gerade zusammen umsetzen, auf den Berg zu steigen, um ein Kraut zu erspähen, welches da draußen irgendwo wächst, das ist mitunter der beste Plan, den ich je ausgearbeitet habe. Ganz ehrlich. Und so ein bisschen Stolz kann ich in solchen Momenten nicht verbergen. Okay, ich denke, wir steigen hinauf. Sammeln und los. Ja, seid ihr dabei oder was? Lagebericht von der Wetterstation 705. Sicht schlecht, Laune gut. Mir wurde tatsächlich davon abgeraten, weiterzugehen. Ein Gewitter zieht auf und fühle ich nicht. Also Gewitter fühle ich schon, aber jetzt kurz vorm Gipfel Halt zu machen bzw. kehrt zu machen, sehe ich nicht. Es regnet. Es ist kalt. Habt ihr den Donner gehört? Das ist der Donnergott, der freut sich, dass ich den Berg erklimme. Also es donnert. Es blitzt. Es regnet. Es ist kalt. Ich habe keine Jacke dabei und wir machen weiter. Das wird unsere Mission nicht gefährden. Ich werde den Rest des Weges mit euch zusammen joggen, damit wir letztendlich oben ankommen können, um das Kraut zu erblicken, um das es in diesem Video gehen wird. Voller Einsatz, Leben am Limit. Ich wünsche euch viel Spaß.
Alter! Seht ihr das? Da wächst Baldrian. Das hat sich schon gelohnt, hier nach oben zu gehen. Das kann ich euch sagen. Da wächst Baldrian. Der absolute Hammer. Perfekte Gegebenheiten. Der leuchtet mich von hier oben an. Da gehen wir jetzt runter. Und dann würde ich sagen, treffen wir uns da. Wow. Juhu. Ich habe keine Ahnung, wie Spaß das macht. Wow. Entschuldigung. Wow, ich glaube, so eine rosa Schafgarbe hier, da kann ich nicht verzichten. Die tonisiert und wärmt mich jetzt von innen, die Bitterstoffe. Dafür sind sie ja da. Genau. Mal kurz gucken. Ist das jetzt der Weg nach unten? Nee. Also es kracht hier auf jeden Fall ordentlich. Ich jogge immer noch vom Berg hinab. Wo sind wir denn hier? Sieht von hier unten gar nicht so hoch aus, aber ich bin fast unten. So. Und jetzt gehen wir unserer Freundin da noch Hallo sagen. Zeige ich euch jetzt. Ich bin schon gut nass. Da. Eine glückliche Kuh. Mu. Der Donner. Ja, die freut sich. Das ist genau das Plätzchen, was ich gesucht habe. Hier fühlt der Baldrian sich richtig wohl. Und nicht nur der Baldrian, sondern auch das Mädesüß. Ich hake ein in mein letztes Video, wo ich über das Mädesüß berichtet habe. Wenn du auf der Suche nach dieser nach Vanille und Mandel duftenden wertvollen Heilpflanze bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du auch den Baldrian antriffst. Tatsächlich. Denn diese beiden, und das könnte dieses Bild hier nicht besser zeigen, sind richtig gute Freunde. Gute Freunde kann niemand trennen. Ich trenne die mal ganz kurz. Guck mal, was passiert. Gute Freunde sind nie allein. Da, schau her. Es sind richtig gute Freunde, kommen beide mit ähnlichen Bedingungen zurecht. Brauchen beide eine feuchte Wiese, wachsen beide sehr, sehr gerne an Bachufern, an Flussufern. Genau. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommen wir zu dem Baldrian. Das ist der echte Baldrian. Ganz genau. Gehört zu den Baldrian-Gewächsen, überraschenderweise lateinischer Name Valeriana officinalis. Auch Arzneibaldrian genannt. Das ist der große, der echte Baldrian. Also der da hinten, der kommt auf, ich sag mal 1,90. Der kann mir direkt in die Augen blicken. Und dann gibt es noch, findet ihr auch häufig, den kleinen Baldrian. Der ist aber, der ist klein. Der ist klein. Vorweg sei gesagt, natürlich, ihr möchtet von der Wurzel profitieren, dann sucht ihr euch ein Plätzchen, wo ihr den Baldrian findet, wo ihr eure Ruhe habt, wo keine Straße in der Nähe ist. Und dann wartet ihr ab, bis die oberirdischen Teile abgestorben sind. Und dann beginnt ihr mit der Wurzelbehandlung und grabt. So, dann könnt ihr die Wurzel sammeln, trocknen, also zerschneiden, trocknen. Habe ich ein ganzes Video zugemacht, wie man das macht. Also sammeln und trocknen von allen Pflanzenteilen, die es gibt. Vielleicht hilft dir das und dann kannst du von der Wurzel profitieren. Jetzt zur Blütezeit allerdings haben wir die wertvollen Inhaltsstoffe natürlich nicht komprimiert in der Wurzel, sondern in den Blüten, damit der Baldrian sich auf diese Art und Weise fortpflanzen kann, damit er Insekten anlockt, die ihn bestäuben und sich Samen bilden können. Ganz genau. Natürlich kann der Baldrian sich auch über Ausläufer fortpflanzen, aber das hier hat natürlich auch seinen Sinn, dass die wertvollen Inhaltsstoffe zur Blütezeit natürlich in der Blüte stecken. Die Blüten an sich sind schirmförmig, sieht man, genau, und stark verzweigt. Das sieht man bei diesem Exemplar schon gut, aber besser sieht man es bei den guten Freunden. Gute Freunde, ich komme euch trennen. Ganz kurz nur, ganz kurz nur. Hier sieht man, wie stark verzweigt der Baldrian sein kann. Und der hier, der ist wirklich so groß wie ich, der ist 1,90 groß. Ja, stark verzweigt. Und dann machen wir weiter mit den Blättern. Ihr könnt jetzt wieder hier zusammen chillen. So. Dann machen wir weiter mit den Blättern. Die Blätter, gutes Bestimmungsmerkmal für den echten Baldrian, für Baldrian-Gewächse generell, sind die unpaarig gefiederten Blätter. Momentchen. So, war eine kurze Show. Die unpaarig gefiederten Blätter. Unpaarig, weil vorne vor dem letzten Blattpaar, von dem letzten Fiederblättchen, die sich gegenüberstehen, noch ein Fiederblättchen steht. Genau, das ist dann unpaarig gefiedert. So, das sind die unpaarig gefiederten Blätter. Und die einzelnen Fiederblättchen sind, wie man hier sieht,
grob gesägt. So. Je weiter nach unten wir kommen, umso höher die Wahrscheinlichkeit, beziehungsweise hast du 100% von mir, sind die Fiederblättchen gestielt. Ja, sind gestielt und nach oben hin grundständig, stehen also am Stängel. Der Stängel an sich ist gerillt, ähnlich wie bei der Brennnessel. Genau, ist gerillt, ist wieder eine Sache, die man, ja, sieht man tatsächlich, kann man aber auch wunderbar fühlen. So sieht's aus. Inhaltsstoffe in dieser wunderbaren Heilpflanze haben wir folgende. Wir haben vor allem ätherische Öle und darunter Valeron und Valeriensäuren. Diese Valeriensäuren, ja, sind für die beruhigende Wirkung verantwortlich. Ich sage aber auf jeden Fall, und das ist mein Ernst, ich sag mal, die Summe aller Inhaltsstoffe machen die Wirkung. Würden jetzt Aminosäuren oder Lignane fehlen, die ebenfalls enthalten sind, wäre es nicht dieselbe Wirkung. Mutter Natur denkt sich was dabei, bei ihren Rezepten. So, dann haben wir noch, wie gesagt, Aminosäuren, Lignane, Valepotriate und ganz geringe Mengen Alkaloide. Das haben wir in der Pflanze. Insgesamt wirkt diese Zauberformel wie folgt. Beruhigend, schlaffördernd, ja, krampflösend, zum Beispiel bei Magen-Darm-Problemen auf jeden Fall, konzentrations- und leistungsfördernd, muskelentspannend, natürlich das aber auch wieder über den Wirkmechanismus der Beruhigung des vegetativen Nervensystems, wenn du zum Beispiel Nackenschmerzen hast oder so, das kann alles wirklich, das kann viele Ursachen haben, Stress, vegetatives Nervensystem und beruhigende Pflanzen sind da ganz weit vorne. Dann haben wir natürlich, ja, verbessert die Schlafqualität und damit natürlich die Tagesbefindlichkeit, wie du dich fühlst tagsüber. Ne? Der Baldrian macht dich nicht Matsche, der macht dich nicht platt, sondern der schenkt dir Lebensqualität. Wenn du Sorgen hast, wenn du Ängste hast, wenn du den Kopf so richtig zu hast, wenn du in den Keller gehst, um Sprudel zu holen und mit Hammer und Nägeln wiederkommst, dann hast du eventuell zu viel Stress. Es regnet. Stress. Der Baldrian ist für unsere heutige Zeit absolut perfekt. Er kann dein vegetatives Nervensystem regulieren und dir helfen, in deine Mitte zu kommen. Am besten in Verbindung mit Hopfen, Melisse, Passionsblume. Ist eine sehr gute Kombination. Und wenn es der Fall ist, dass deine Lebensweise dazu geführt hat, dass du nicht in deiner Ruhe bist, dass du überfordert bist, dass du zu viele Gedanken hast, dass du gestresst bist, dann hilft der Baldrian, aber dann lass dir auch helfen. Die Wirkung setzt nach 1 bis 2 Wochen ein. Gib der Natur Zeit, gib der Natur Tage Zeit, wenn du Jahre ziemlich viel falsch gemacht hast. Ich nehme euch mal kurz ein Stück mit rein. Verstehst du, was ich meine? Gib der Natur ein bisschen Zeit, dich an einen ruhigen Ort zu führen, der direkt in dir liegt. Das war's zu den Anwendungsgebieten. Und ich kann wirklich nur dazu raten, den Baldrian zu konsumieren. Der Baldrian zeigt sich überall in unserer Nähe. Und es ist mehr als ein Zeichen, dass eine gestresste Gesellschaft eine Pflanze in der Umgebung vorfindet, zuhauf, die tatsächlich perfekt auf unsere Bedürfnisse abgestimmt ist. Verstehst du, was ich meine? Das ist der absolute, Hammer. Ohne Scheiß. Wir kommen nun zu dem praktischen Teil in diesem Video und wie gewohnt werde ich euch die einzelnen Inhaltsstoffe vorstellen und euch sagen, warum ich diese miteinander verbinde. Denn diese Inhaltsstoffe, die ich euch jetzt vorstellen werde, wirken synergistisch miteinander. Zum Beispiel der Baldrian mit dem Hopfen da hinten. Diese beiden haben im Studien schon oft gezeigt, dass sie miteinander kombiniert dich absolut nach vorne bringen, wenn du es mit Stress, mit Unruhe, mit Schlafstörungen, mit Ängsten, mit Sorgen zu tun hast. Der absolute Oberhammer. So, der Hopfen macht das Herz leichter. Das schon mal gesagt. Den machen wir mal rein. Der Hopfen macht das Herz leichter, habe ich ein Video zugemacht. Wirklich ganz, ganz tolle Pflanze und wirkt ähnlich wie das Schlafhormon Melatonin. Der absolute Oberknaller. Tun wir mit rein. Alles nach Augenmaß. Ich mache aber auch immer Tees, die ja ein Volumen von 500 ml haben. Dann nehmen wir den Baldrian. Ne? Gerne auch als Wurzel, noch komprimierter die Inhaltsstoffe. Wenn die Blüte sich zeigt, kannst du sie aber nutzen. Vor allem, um dir einen Standort zu suchen, um den Baldrian dann auszugraben. Wenn du die Zutaten bestellen möchtest, dann auf jeden Fall in Bio-Qualität. Wenn du Baldrian bestellen möchtest als Wurzel, unbedingt gemahlen und Bio. Wir geben die Baldrianblüten hinzu. Habe ich gestern noch so getrunken. Melisse, der absolute Allrounder, setzt, also befähigt deinen Körper,
Auf mehr Acetylcholin zuzugreifen, wirkt beruhigend auf unseren Organismus. Kann bei zum Beispiel nervösen Herzbeschwerden, auch bei Schlafstörungen, bei Unruhezuständen, kann die Melisse Wunder wirken. Gerade in Verbindung mit den Kräutern. So, dann haben wir Passionsblume. Als Hauptattribut würde ich sagen, wirkt diese angstlösend und darf in dieser Mischung auf gar keinen Fall fehlen. Passionsblume. Die Kamille, Freunde, habe ich eben wild gesammelt, als ich auch den Baldrian gesammelt habe. Matricaria Camomilla habe ich ebenfalls ein Video zugemacht. Gibt der ganzen Sache eine schöne Note und außerdem ist eins der potentesten Kräuter, die ich kenne. Habe ich vor langer Zeit ein Video zugemacht und werde ich auch irgendwann wieder auffrischen. Ist ein ganz, ganz tolles Kraut für die Frau bei Menstruationsbeschwerden. Kann bei Hauterkrankungen äußerlich eingesetzt werden. Und natürlich ist es perfekt für die Mischung, die wir hier gerade gestartet haben. Was heißt perfekt? Ich lasse mich da inspirieren. Es hier ist wirklich kein Zwang. Du kannst die Kräuter kombinieren, wie du möchtest. Es ist nur eine Empfehlung von mir, diese Kombination zu wählen. Camomilla kommt hinzu. So, nehmen wir natürlich noch den Rest hier vom Tisch. Ich entwickle im Moment eine Teemischung, genau diese, und die wird irgendwann hier unter dem Video landen, wo ich ganz genau weiß, dass diese laborgeprüft und bio sind, absolut wirklich herausragende Qualität haben und die kann ich euch mit bestem Wissen und Gewissen weitergeben. Ganz genau. So, und das gießen wir jetzt mit Wasser auf. Sochen. Und das Ganze lassen wir 7 bis 8 Minuten zugedeckt ziehen, seien es dann ab und genießen den Tee. Nebenbei sei erwähnt, sehr, sehr lecker. Sehr, sehr lecker. 2 bis 3 am Tag würde ich empfehlen. Und ja, lass die ganze Sache auf dich wirken. Willkommen zum Kochduell in der Natur Edition. Ich duelliere mich mit jedem Shake, den es gibt. Ich stelle euch jetzt den leckersten und gesündesten Shake vor, den du dir auch zubereiten kannst, wenn du keine Wohnung mehr hast. Ich möchte hier draußen nicht auf Nährstoffe verzichten. Wenn ich Kalorien zu mir nehme, dann müssen es gute Kalorien sein. Wenn ich Kohlenhydrate zu mir nehme, dann müssen das komplexe Kohlenhydrate sein. Ich stelle euch jetzt einen Shake vor. Mit der gesündesten Süße. Mit ordentlich Ballaststoffen für deinen Darm, mit sämtlichen Nährstoffen, die es gibt, Mineralstoffe, Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe und super einfach herzustellen. Das ist der absolute Knaller, was ich euch jetzt vorstelle. Und wir brauchen dazu, wir sind mitten in der Natur, nicht vergessen, ein Mixer. Da ist er, genau. Und um diesen Mixer zu betreiben, es gibt ja Powerbanks. Aber das hier, das ist ja keine Powerbank. Momentchen. Das hier. Das ist eine Powerbank. So. Ich nenne ihn den Amboss. Genau. Und diese Powerbank hier, die bereitet mir meinen Shake zu. Und gespeist wird dieses Gerät, ist keine Werbung oder so, ne? Nicht, dass es, gespeist wird dieses Gerät mit Solarenergie. Genau. Und damit bin ich hier draußen unterwegs. Deswegen kann ich Videos aus der Natur hochladen und mir einen Shake zubereiten. Absolute, mehr geht nicht, mehr geht nicht. Alles ist vorbereitet. Wir werden jetzt ganz knackig zusammen die Zutaten zusammenmixen. Ich zeige euch genau, was reinkommt. Nur Superfoods. Nur Superfoods. Ich nehme eine kleine Waage. So. Und dann sammeln wir die Superfoods in diesem Behälter, mixen ihn durch und das Geschmackserlebnis und wie dieser Shake in deinem Körper ankommt, das sucht seinesgleichen. Wer einen gesünderen Shake kennt, gerne in die Kommentare. Wir beginnen das Ganze mit purer Mehl. Ich empfehle Schoko oder Vanille aus gekeimtem Saatgut, gekeimte Buchweizen, gekeimtes Quinoa, gekeimte Goldhirse, gekeimte Leinsamen. Der absolute Knaller. Als Süße haben wir hier gemahlene Datteln. Wir haben Kakaonips drin. Der Endgegner enthält Vorstufen von Glückshormonen. Also der absolute Knaller. Und wer wissen möchte, warum gekeimtes Saatgut so wertvoll ist, ich habe genügend Videos dazu gemacht. Und zu Hause habe ich es mir selber gekeimt. Hier wird es dir gekeimt und ich kann es mitnehmen und verarbeiten. Der absolute Knaller. Wir geben, ich sag mal so, ich kann es ganz mittlerweile auch ohne Waage machen. Ich gebe so 130 Gramm purer Mehl Schoko rein. Dann, Moment, ich muss eben einen Löffel holen. Ein Löffel Dr. Görg Kokosmus für die wichtigen mittelkettigen Fettsäuren. Dann gebe ich eine Schokobowl hinzu, wieder aus gekeimtem Saatgut. Wieder kein Zucker enthalten und trotzdem süß. Wieder Kakaonips. So, ja, ich sag mal 20, 30 Gramm. Dann brauchen wir gute Fettsäuren. Der Shake, der hat am Ende ein perfektes Fettverhältnis. Wenn du Omega-6-lastig isst, wie jeder in unserer Gesellschaft, wie die meisten Leute,
dann fördert das Entzündung. Wenn du Omega-3-lastig isst, dann hemmt es Entzündung. Habe ich ein Video zu gemacht, zu Fetten. Ganz genau, wie wichtig. Deswegen nutze ich nur Hanfsamen und oder Macadamia und Walnüsse wegen dem ausgeglichenen, perfekten Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis. Was immer mit drin ist, Hanfsamen. Also 20, 30 Gramm reintun. Dann gebe ich gekeimte Haferflocken hinzu. So 30 Gramm. Ein paar extra B-Vitamine. B-Vitamine, super wichtig für Blutbildung, für deine Nerven, um dich zu beruhigen, für die Psyche, Energiegewinnung. Hier aus, das ist ein organischer B-Komplex aus Quinoa-Sprossen. Der absolute Hammer. Gebe ich jedem Shake hinzu. Ich muss dazu sagen, das wird jetzt ein großes Ding. Aber ich esse Wildkräuter hier draußen, die liefern mir eine Menge Nährstoffe. Ich trinke diesen Shake und dann überlege ich abends, ob ich noch was esse. Und das habt ihr im letzten Video gesehen, was es dann ist. Und wer es noch süßer mag, und ich mag es zwischendurch süß, Jakonwurzelsirup. Das ist die gesündeste Süße der Welt. Futter für deinen Darm. Der absolute Hammer. Ballaststoffe. Das sind reine Ballaststoffe und es schmeckt süß. Lebensverändernd. Das ist ein Knaller. So, wir haben jetzt hier 300 Gramm zusammengeschaufelt und wir geben 400 Milliliter Wasser hinzu, wenn wir 300 Gramm Material haben. Und zwar gesundes Material. Dann geben wir jetzt hier also immer die doppelte Menge, ne? Immer dieselbe Menge Wasser plus 100 Milliliter. Dann habt ihr es cremig. Wenn ihr einen Pudding haben möchtet, dann einfach nur dieselbe Menge Wasser könnt ihr löffeln. Es ist wirklich wie ein Schokopudding. Ich erzähle euch keinen Schmarrn. Das Ding trinke ich jeden Tag und es lässt mich leuchten, genauso wie die Wildkräuter, ist nochmal eine andere Ausnummer, sind lebendige Lebensmittel. Aber wer nicht kann, wer keine Zeit hat, wer im Bus lebt, wer kein Zuhause hat, wer keine Lust hat, Sprossen zu keimen, tada, der Hammer. Steckt mega Arbeit hinter, wirklich jetzt. Es sind die besten Lebensmittel. So, jetzt habe ich hier 844 und jetzt kommt der Teil, wo wir in der Natur den Mixer anschmeißen. Ist das nicht was? Schön. So, anmachen. Zack. 30 bis 50 Sekunden. Okay. Auf euch. Ist alles unter dem Video verlinkt. Ganz unverbindlich, wenn du Bock drauf hast. Wenn du, und jetzt kommt der Knaller, einmal alle Zutaten für den Shake gewinnen möchtest, außer Dr. Görg, aber ich kann es nur empfehlen, es ist lecker, schmeckt wie Raffaello. Wenn du alle Zutaten gewinnen möchtest, dann schreibst du in die Kommentare einfach Baldrian. Es reicht. Alle mal, um runterzukommen. So übertrieben lecker. Da kann jeder Shake einpacken. That is it. In dieser wunderbaren Gesellschaft ist es ziemlich normal, komplett im Stress zu sein. Fast schon Voraussetzung. Wenn du dir nicht über alles Gedanken machst und gechillt bist, dann wirst du von einigen Menschen tatsächlich schon abgelehnt. Was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Wieso hast denn du keinen Stress? Merkwürdig, weil ich mich dazu entschieden habe, Dinge zu tun, die Stress abpuffern. Und nichts kann Stress abpuffern wie die Natur. Rauszugehen, die Natur zu atmen, sekundäre Pflanzenstoffe einzuatmen, bewiesen, wirklich jetzt, wirkt sich auf deine Stimmung aus. Reine Nahrung, ein reiner Geist, hat kein Interesse an unreiner Nahrung. Pflanzenbilder zu essen, die deine Gene positiv beeinflussen, wo sekundäre Pflanzenstoffe enthalten sind, die du im Supermarkt nicht kaufen kannst. Vielleicht ein bisschen Meditation und gut zu anderen Menschen zu sein. Jeder in dieser Gesellschaft hat mal Stress, auch ich. Wenn du dich dafür entscheidest, die richtigen Dinge zu tun, dann verspreche ich dir, führt das zu guten Gedanken, die wiederum zu besseren Entscheidungen führen. Das ist eine Positivspirale. Es gibt auch eine Negativspirale. Die negativen Dinge, die uns nicht gut tun, schlechtes Fernsehen, schlechte Nachrichten, Sensationsgeilheit, Lästern, Lügen, unreine Nahrung, die süchtig macht, schlechte Fette, diese Dinge, die Trägheit,
Diese Dinge machen ebenfalls süchtig, setzen aber eine Negativspirale in Gang. Und wenn du dich auf deinem Weg, in deinem Tempo dafür entscheidest, Dinge in dein Leben einzubauen, die dir gut tun, erfolgen daraus immer bessere Gedanken. Das Glück deines Lebens hängt von der Beschaffenheit deiner Gedanken ab. Wenn du dich dafür entscheidest, dann folgen daraus bessere Gedanken und aus den besseren Gedanken natürlich bessere Entscheidungen für dich und für dein Leben und für andere Menschen. Und ist es einfach? Nö. Das ist nicht einfach. Zu Anfang nicht. Aber wenn du diesen Weg gehst, dann wird das Leben ziemlich zeitig antworten. Und wenn diese positive Spirale in Gang gesetzt wird, und davon kann ich dir wirklich ein Lied singen, dann wird es auch nicht einfacher. Dann wird es spielerisch natürlich. Der natürliche Zustand des Menschen ist es, gesund und glücklich zu sein, egal was dir irgendwer erzählt. Ich möchte genau das transportieren und ich hoffe, du spürst in diesem Augenblick die Energie. Denn es ist tatsächlich so, wenn die positive Spirale in Gang gesetzt wird, dann wirst du in einen Sog des Glücks gezogen. Du wirst Fülle kreieren, du wirst Menschen anziehen, die zu deinem Leben passen und du wirst natürlich einer der häufigst gestellten Fragen, die mich erreichen, mein Freundeskreis wird kleiner. Ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Du stoßt die Menschen ab auf ganz natürlichen Wege, ohne irgendjemand vor den Kopf zu stoßen oder zu verurteilen. Die Energie driftet auseinander und du ziehst neue Leute in dein Leben. Mach einfach so weiter und du wirst Menschen anziehen, die dich auf eine Art und Weise nach vorne bringen. Das hast du so in deinem Leben wahrscheinlich zuletzt als Kind gespürt. Als Kind warst du im Flow. Ich rede vom Fluss des Lebens, in den du wieder reinkommen möchtest. Jeder Mensch kommt glücklich und basisch auf die Welt. Und uns wird physisch und psychisch werden uns Dinge eingeflößt, die unseren Geist und unseren Körper sauer machen. Und du musst wieder in diesen basischen Geist, sage ich jetzt mal, um das einfach zu erklären. Und der basische Körper, der Voraussetzung ist, Körper und Geist gehören zusammen. Wenn das eine wirklich nicht rein ist, dann passt es auch nicht mit dem anderen zusammen. Ne? Können zwei miteinander reisen, die sich nicht einig sind? Nein, können sie nicht. Ich verspreche dir, wenn du die richtigen Entscheidungen triffst, dass du glücklicher wirst und dass das irgendwann dazu führt, dass du dich gar nicht mehr fragst, ob du glücklich bist, sondern einfach nur noch das Leben spürst, präsent bist und diese Dinge machst, als wären sie normal, sind ja auch normal. Die Kräuter haben mein Leben verändert. Wenn du gute Gedanken haben möchtest, wenn du zu Zeiten des Stress dieses Video schaust, der Baldrian hat mir definitiv geholfen. Und ich hoffe, dass ich dem Baldrian, dieser wunderbaren Pflanze von Mutter Natur, in diesem Video gerecht geworden bin. Ich hoffe, dass dieser Spaß, den ich habe, dazu führt, dass mehr Menschen nicht mir folgen, sondern mit mir zusammen diesen Weg gehen. Als Gemeinschaft. Darum geht's in meinen Videos. In diesem Sinne, fühlt euch umarmt. Lasst mir ganz gerne meinen Lohn da. Wir sehen uns jetzt nochmal ganz oben. Ganz genau. Habe die Ehre. Dieser Weg wird ein leichter sein, dieser Weg kuschelig, flauschig und leicht. Da-da.